Moin Leute, wir nutzen gerade mal unseren Ausfalltag, um euch die 8 Miles Auto Routenfamilie vorzustellen. Ist ein Vollcarbon Blank und der ist natürlich gedacht für die Salzwasserangelei und zwar alle Bereiche im Salzwasser. Mittelmeer, ob es Norwegen ist oder bei uns die heimische Ostsee. Wir haben in der 8 Miles Out Familie unterschiedliche Routentypen und unterschiedliche Routenfamilien integriert, die ich euch gerne einmal im Detail vorstellen würde. Angefangen mit der Traveler. Ihr seht hier schon eine vierteilige Travel-Route. Das erste Mal geteilt am Handteil direkt. Ausgeliefert wird das Ganze in so einem modernen Neopren-Case und damit ist es definitiv auch geschützt und die Route passt in jeden Reisekoffer rein. Wir haben die Routen in 4 und 5 geteilt und haben natürlich unterschiedliche Wurfgewichte. Eine Spin-Route mit dabei, eine Lure-Route mit dabei, eine etwas härtere Route zum Grundangeln mit dabei. Also das deckt wirklich alles ab im Segment Reiserouten. Wir gehen gerne mal weiter zu einer Mittelmeerroute. Das ist die Bluefish. Die Bluefish haben wir ausführlich getestet beim Angeln auf Mallorca, auf Thunfische, haben auch da die Route hauptsächlich zum Schleppen benutzt, aber auch zum aktiven Führen, zum Speedjiggen und die hat wirklich richtig, richtig viel Kraft. Der Vorteil ist, dass wir eine EVA-Konstruktion haben, die super handelbar ist. Ihr seht hier zum Beispiel am Foregrip auch schon, dass wir hier eine Aussparung haben, wo man super den Finger bzw. den Daumen rauflegen kann und damit richtig Druck aufbauen kann. Also perfekt für eine Mittelmeerroute und natürlich ein Must-Have ist ein Kreuzabschluss. So, es geht weiter voran und zwar kommen wir zu unserer Vario-Route. Unsere Vario-Route ist eine 1+1 geteilte Route, ist eine super parabolische Route und die eignet sich hervorragend zum leichten bis mittleren Schleppen. Getestet sowohl in der Ostsee als auch im Mittelmeerraum und egal von wem wir Feedback bekommen haben, wirklich eine super leichte Route, die extrem viel Spaß macht, auch bei kleineren Räubern. Das nächste Stück, eines meiner absoluten Lieblinge, ist die Lightspin, eine 1+1 geteilte Route. Ist hervorragend geeignet zum leichten Ostseedorschangeln, aber auch zum leichten Angeln in Norwegen, in den Fjorden. Da hat man wirklich bei jedem Fisch richtig Druck auf der Route, hat aber immer noch ein super festes Handteil, wo man absolut Paroli mitbieten kann und den Fisch dann letztendlich auch landen kann. So, es geht weiter bei uns in der 8 Miles Out Familie. Und zwar mit der Vertical Route. Die Vertical Route macht für euch jetzt sehr wahrscheinlich einen super dünnen Eindruck. Ihr denkt, das ist eher eine Ostseeroute. Absoluter Quatsch. Wir haben die letzten Tage in Norwegen getestet mit bis zu 400 Gramm Ködern. Gar kein Problem für die Route. Auch hierbei haben wir wieder eine wunderbare Routenaktion. Ihr seht schon, das Handteil ist etwas steifer. Das heißt, wir können auch großen Fischen damit Paroli bieten. Der größte Fisch ist übrigens rausgekommen vom Kameramann. Über 20 Kilo auf die Route. Absolut Hammer, hat super gehalten. In der 8 Miles Out Familie bieten wir auch noch ein paar andere Routen an. Und zwar ist das eine Medium Route, eine Light Route und eine Heavy Route. Ich habe hier jetzt mal die Heavy Route. Die ist dann wirklich, ihr seht schon, wir haben hier auch eine Multirolle drauf. Also auch fischbar mit einer Multirolle. Ist 1+1 geteilt, immer noch eine super Aktion. Und die ist dann wirklich für die schweren Rabauken, für die Heilbutts, einsetzbar in Norwegen, aber auch natürlich im Mittelmeer. Ich würde euch mal empfehlen, die 8 Miles Out Familie zu testen. Ihr habt da wirklich zum super Preis-Leistungs-Verhältnis eine extrem kraftvolle Vollcarbon-Route, die richtig Spaß macht. Viel Spaß dabei!